Ich war in den letzten Wochen ziemlich viel bei Pokémon-Turnieren und habe da diese Booster hier bekommen. Das sind sogenannte Preisbooster. Die bekommt man also nur, wenn man bei solchen lokalen Turnieren mitmacht. Und das sind Booster, die kann man sich nicht regulär kaufen, außer natürlich bei eBay oder Kartenmarket. Ich habe mir also diese Booster aus den letzten Wochen aufgehoben, um euch mal zu zeigen, was hier so drin sein kann. Los geht's. Und zwar handelt es sich hier um Preispacks der Serie 3. Die habe ich so gut wie überall bekommen. Aber beim ersten Turnier, wo ich war, gab es auch so eins, ein Preispack der ersten Serie, also die, als das ganze Jahr anfing, als lokale Turniere wieder am Start waren, gab es diese hier, Preispacks Series 1. Ich habe mich aber dazu entschlossen, ich werde das aufheben, weil hier größtenteils Karten drin sind, die man aktuell nicht mehr spielen kann. Und deswegen hätte es jetzt hier keinen größeren Mehrwert, außer man zieht natürlich die großen Hits des Packs, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehen würde, aber ich hebe mir das erstmal auf. Vielleicht habe ich Bock, das in Zukunft zu öffnen. Wer weiß, vielleicht steigen die auch richtig ekelhaft im Preis. Ich würde mir das lieber aufheben, weil der Mehrwert für mich ist relativ gering, weil hier halt keine spielbaren Karten mehr drin sind. Es sieht nämlich so aus, dass bei diesen Preispacks nur Reprints drin sind. Das heißt, hier gibt es keine exklusiven Karten in den Sets. Das sind alles eigentlich sehr spielbare Karten. Also es ist eher für Spieler, also ist irgendwie auch logisch, wenn man zu Turnieren geht, bekommt man diese Preispacks und Spieler sind größtenteils eher interessiert an spielbare Karten. Hier sind so gut wie nur spielbare Karten drin und die haben dazu noch diesen Play Pokémon Stamp. So, das gucken wir uns jetzt an. Ich kenne auf jeden Fall die Kartenliste nicht, aber hier müssten eigentlich so ziemlich, ich denke mal bis Silver Tempest, würde ich mal vermuten, sind jetzt hier Hits drin. Aber ich weiß es nicht genau. Ich denke mal nicht, dass hier schon Scarlet und Violet mit dabei ist. Wir werden es sehen. Hier ist auf jeden Fall eine Silver Tempest Card. Also so sieht's aus. Hier ist der Stamp. Es ist sonst die ganz normale Set Card. Wir haben aber auch besondere Holo-Karten, die sonst nicht als Holo auftauchen können. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ich mag aber auch dieses Logo. Also ich habe nichts dagegen, mir ein Playset von diesen Logos oder Karten mit Logos ins Deck zu nehmen. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Das ist ein starker Hit. Auf jeden Fall Kurelei. Mit dem Stamp freut sich auf jeden Fall mein Lost Box Deck. Oh, okay, ich habe mich geirrt. Es ist auf jeden Fall doch Scarlet and Violet am Start. Also das ist das Scarlet and Violet Base Set. Der Strandplatz in Holo, den gibt es sonst nicht in Holo und auch nicht mit Stamp. Deswegen sind einige dieser Karten auch ein bisschen mehr wert. Also das heißt, ein bisschen mehr sind jetzt nicht super wertvoll. Aber auf jeden Fall verglichen mit dem normalen Strandplatz zum Beispiel ist die natürlich begehrter. Einerseits Holo, andererseits wegen dem Stamp. Oh, und Tracking Shoes auch als Holo. Das ist auf jeden Fall ein cooles Holo-Muster. Das ist dieses Cosmic Foil. Das gefällt mir ganz gut. Also das sind auf jeden Fall zwei starke spielbare Trainer als Holo. Und hinten gibt es noch eine Energie, auch mit Stamp. Oh, und eine Codekarte, damit man das auch online ziehen kann. Also viel Spaß beim Online-Ziehen, würde ich sagen. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wie viele Packs ich hier habe. Meistens habe ich bei den Turnieren nur eins bekommen. Unabhängig davon, wie gut ich abgeschnitten habe. Ich habe es gab Turniere, da war ich richtig schlecht. Ich habe aber auch schon ein paar Punkte gesammelt und ganz gute Ergebnisse eingefahren. Da habe ich aber trotzdem jeweils nur ein Preispack bekommen. Dafür dann aber mehr Packs von den aktuellen Sets. Aber Preispacks hat man eigentlich nicht so viel bekommen. Nigiragi mit dem Stamp. Oh, ist ein Luft. Okay, hier kann natürlich auch der Waldsiegelstein drin sein, der ziemlich teuer ist. Und ich würde mich sogar darüber freuen, eine Non-Holo-Variante davon zu bekommen. Weil manchmal wölben sich die Karten so. Manchmal ist das einfach nicht so cool. Und da kann man auch abgestraft werden beim Turnier. Eine Holo-Energiekarte ist natürlich ganz cool, aber da wir die aktuell auch im 151-Set als Holo bekommen, ist das jetzt nicht mehr so besonders. Aber hat natürlich auch den Stamp, deswegen gibt es die so auch nicht nochmal. Und ein Switch. Holo-Switch, wie ihr seht. Wir hatten gerade eben normalen Switch. Ich gehe mal davon aus, dass jede Karte, die hier drin ist, irgendwie auch als Holo existieren kann. Also anscheinend haben wir immer zwei Holos pro Pack. Und ich gehe davon aus, jede Karte des Sets kann hier eben auch als Holo-Variante drin sein. Und hier ist nochmal eine normale Energie. Okay, es gibt natürlich auch V und V-Stars und EXs. Auch mit dem Stamp, das sind natürlich die begehrtesten Karten. Und ich meine in dem Price Pack Serie 1, also das, was ich gerade eben nicht geöffnet habe, mit den Evolutions drauf. Ich meine, da gibt es sogar Glurak und wahrscheinlich auch Rayquaza und ich glaube natürlich auch die Evolutions. Und die sind natürlich die begehrtesten Karten des Sets, weil man sie eben mit Stempel bekommt. Aber das Risiko ist es mir nicht wert. Ich glaube, ich hebe das erstmal auf. So, Double Turbo mit dem Stamp. Forschung, okay, ich habe schon Angst gehabt, dass es eine Holo ist, weil das wäre ein bisschen lame. Die gibt es ja normalerweise schon als Holo. Aber die mutige Spitzhacke gibt es nicht als Holo. Okay, ich habe jetzt hier Mühe gehabt, irgendwie die geilen Holo-Funkelmuster zu finden. Aber die mutige Spitzhacke als
Holo. Wahrscheinlich ist jetzt vieles für euch eher uninteressant, wenn ihr das Spiel nicht selber spielt, weil es sind natürlich viele Trainerkarten, die meisten eher nicht haben wollen, die meisten eher nicht sehen wollen. Aber ich als Spieler freue mich extrem darüber, jetzt auch mein Deck ein bisschen aufpimpen zu können. Und selbst wenn es nur die Non-Holo-Varianten sind, mit diesen Stamp finde ich das schon ziemlich cool. Und es ist eine Darkness-Holo-Energie, nimmt man auf jeden Fall auch immer dahinter, eine normale Elektro-Energie. Auf jeden Fall noch keinen großen Hit. Also die großen Hits sind natürlich die Ultra-Rares, die sonst auch in Packs seltener werden. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Vs und EXs. Und V-Stars und V-Maxes? V-Maxes weiß ich nicht, ob es hier noch gibt, aber EX und V-Star und V auf jeden Fall. Ein Hyperball mit Stamp. Eine Lost City oder eine Nirgendwo-City mit Stamp. Ein Herasai. Herasai, ja, ist okay. Passend dazu ein Nigiragi Holo mit Stamp. Und dahinter eine Blattenergie. Also immer noch keine V oder EX. Wir haben nur noch zwei Packs. Ist ein relativ zügiges Opening heute. Ich wollte aber mal ein paar Sachen ansparen, um die hier halt in einem Video zu öffnen, damit ihr das auch mal seht. Für die, die das noch gar nicht kennen, ich glaube, einige von euch kennen die natürlich auch schon. Aber ja, ich habe sie ein bisschen angesammelt die letzten Wochen, aber da werden noch mehr dazukommen. Also wahrscheinlich mache ich irgendwann in naher Zukunft noch eins. Denn ich bin schon relativ viel bei Turnieren in letzter Zeit, weil ich schon vorhab, mal zu versuchen, wie weit ich komme. Also ob ich es vielleicht zur Weltmeisterschaft schaffe, keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine schwere Reise. Ich versuche es auf jeden Fall. Wailord, okay, mega random. Ich meine, klar, hat 200 KP als One-Prizer, aber ja, ist jetzt nichts so Spannendes. Oh, das ist, okay, das ist in der Regel, das dürfte eine ziemlich gefragte Karte sein. Das ist natürlich Lugia V, die einerseits ziemlich stark ist und natürlich auch noch viel gespielt wird, aber es ist Lugia V mit einem Stamp. Das ist natürlich besonders cool, das freut mich sehr, ist natürlich eine sehr, sehr spielbare Karte und auch eine sehr coole Karte. Die nehme ich sehr gerne in meine Sammlung. Habe ich hier noch irgendwo eine Sleep rumliegen? Ja, bestimmt. Hier habe ich eine, ja. Lugia V, der erste große Hit des Tages und auch einer der coolsten, würde ich sagen. Auch wenn ich die Setliste nicht kenne, aber ich gehe mal davon aus, dass Lugia bei vielen sehr gefragt ist. Einerseits Spielbarkeit, andererseits natürlich auch. Ist das ein sehr cooles Pokémon, was viele natürlich gern haben wollen. Und das Stempel ist natürlich auch relativ exklusiv. Kann nicht jeder haben, die Lugia-Karte. Von daher ist die auf jeden Fall seltener als die normale Set-Karte. Senior Jim. Oh, ein elektrischer Generator. Den kann ich natürlich auch sehr gut für mein Miraidon-Deck gebrauchen. Den nehme ich sehr gerne. Ein Gengar mit Stamp. Und eine normale Energiekarte bedeutet, also ich habe bis jetzt noch keine Energiekarte auf dem ersten Holo-Slot gehabt. Bedeutet das, dass der zweite Holo-Slot eventuell eine V- oder EX-Karte ist? Nö. Hatte absolut nichts zu bedeuten, dass das dieses Mal getauscht ist. Wir haben eine Schadenspumpe, passend zu den Gengar, was ja auch drin war. In Holo, ja, es sieht man manchmal gar nicht, aber es liegt eher an meinem Licht, dass das so dieser Winkel, in dem mein Licht hier einfällt. Aber ja, es ist auch eine schöne Cosmic Foil-Holo-Karte von der Schadenspumpe und dann nochmal eine Elektroenergie. Ja, ich fand das auf jeden Fall mega cool. Ich finde die Preispacks geil. Ich finde natürlich Lugia auch sehr, sehr schick. Lugia mit Stamp nehme ich all day. Ich habe ja schon gesagt, ich werde in den nächsten Wochen auch noch häufiger bei Turnieren sein und werde noch mehr davon ansammeln. Vielleicht sammle ich einfach mal eine richtig krasse Menge an. Wobei ich natürlich auch die Karten haben möchte, die da drin sind. Also vielleicht werdet ihr häufiger so eine Snacks hier sehen. Falls euch interessiert, welche Decks ich so spiele, kann ich ja da auch häufiger mal, weil Trading Card Game online oder live, wie es jetzt heißt, euch die Decks zeigen. Ich kann aber auch, wenn ihr wollt, mal kurz hier einen Schwenk drüber zeigen. Hier habe ich zum Beispiel das Deck, womit ich beim letzten Turnier angetreten bin und auch ganz gut abgeschnitten habe. Ich war auf jeden Fall Dritter. Ich habe kein Spiel verloren. Ich hatte zwei Unentschieden, sonst nur Siege. Das war für mich ganz gut. Das ist Glurak. Ich hatte es ja in dem Opening schon gesagt. Ich wollte Glurak nochmal ausprobieren, bevor es eventuell schlechter wird. Aber ich glaube, es wird gar nicht schlechter. Ich glaube, mit Paradox Rift aktuell wird das sogar ein bisschen stärker, weil es natürlich ziemlich nice ist. Also ja, so sieht mein Deck aus. Ich würde das euch jetzt nicht im Detail vorstellen, aber ich hatte es halt hier gerade rumstehen und dachte mir, ja gut, dann kann ich euch auch einmal hier einen Schwenk drüber zeigen, dass mein Deck hier ist. Noch ein Glurak. Ja, so sieht das aus. Also lasst mich gerne mal wissen, falls ihr Bock habt, einerseits noch mehr von diesen Boostern zu sehen, auch wenn die vielleicht für den einen oder anderen eher unspannend sind, oder noch mehr von meinen kompetitiven Decks. Soll ich mal ein Deck vorstellen? Soll ich die häufiger mal testen? Hier und da mache ich das ja. Aber wenn es euch wirklich interessiert, ich spiele sowieso sehr regelmäßig PTCG live. Da kann ich auch einfach mal ein Video mit aufnehmen. Also lasst mich gerne wissen. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Ciao.